pas loin de Londres, c'est en Grande-Bretagne. Ça s'appelle Hinkley Point C. Der Punkt, an dem sich im Moment die Frage politisch entscheidet, ob diejenigen, die eine Renaissance der Atomkraftwerke wollen oder nicht, der Punkt, an dem sich das entscheidet, liegt zurzeit in Großbritannien. Und dieser Punkt heißt Hinkley Point C. Ihr solltet euch das merken, weil hinter diesem Hinkley Point C verbirgt sich nicht nur ein neues, großes Atomkraftwerk, das von Areva und einem chinesischen Unternehmen gebaut werden soll. Hinter diesem Namen Hinkley Point C verbirgt sich auch ein infamer politischer Plan. Es hat in der Energiepolitik der Europäischen Union bis heute nicht die Möglichkeit gegeben, den Neubau von Atomkraftwerken direkt zu subventionieren. Il n'y avait jusqu'aujourd'hui pas la possibilité dans l'Union européenne pour de aide de l'État pour construire des centrales nucléaires. Mais les politiciens maintenant, spécialement de la France, de Londres, de la Chine et aussi de Bruxelles, ils veulent changer ça. Et ce qu'il faut vraiment achever, qu'on stoppe ça. Il ne faut pas encore fermer Fessenheim, il faut contre la Renaissance, il faut aussi organiser qu'on stoppe ces plans politiques pour des aides de l'État pour le nucléaire. Et ce que j'aimerais bien offrir à vous et à toutes les autres régions en Europe qui veulent vraiment lutter la future nucléaire, c'est qu'on organise pour les années qui viennent comment on dit ça en français, un network des régions, un réseau des régions antinucléaires qui veut achever une future sans nucléaire. Et j'espère, ich hoffe, dass diese Region, dass das Dreieckland mit an der Spitze stehen wird beim Aufbau einer solchen Organisation, in der wir die Stärke der Bürgerinnen und Bürger gegen die Atomkraft neu vitalisieren. Das, was wir brauchen, ist nicht eine Renaissance der Atomkraft. Das, was wir brauchen, ist eine Renaissance der Bürgerbewegung gegen die Atomenergie. Ma collègue Sylvia Cotting-Hull de Berlin et aussi beaucoup des autres politiciens qui sont ici. On a des gens qui veulent lutter dans les parlements avec les citoyens. Merci. Ouais.